wenn man jetzt zum Beispiel generell das Streamen anschaut und wenn man generell die Art, wie halt Dinge gemacht sind, ist sehr, sehr solide. Das heißt, ich finde zum Beispiel Papier, foliert oder was auch immer, fast ein bisschen zu labbrig. Also vom Style. Ja. Wenn man jetzt nur vom Stil ist, ja, sage jetzt nicht Umsetzbarkeit. Was ich mich frage ist, ob es möglich ist, zum Beispiel ein Menü auf eine, weiß nicht, Platte oder was auch immer zu drucken, ja, wo man sicher zwei, drei hat und wo ein Teil einfach frei bleibt, den man auswechseln kann. Das halt saisonale Dinge, also die kannst handschriftlich oder wie auch, keine Ahnung, schieß mich tot. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt nur. Aber ich finde zum Beispiel so Papier. Ich würde mal überlegen, ob wir Speisekarten für den kleinen Gastbereich unten brauchen, weil wir so wenig Sitzflächen haben, weil es so close ist, ob wir überhaupt Speisekarten brauchen, die wir hergeben. Habe ich dir schon gesagt, das mit dem Garagentor. Oder, wurscht jetzt, ob Garagentor oder nicht, ja. Oder ob es einfach eine große Speisekarte ist, die man von überall sieht. Was meinst du mit kleinen Gastbereichen? Naja, wenn jetzt 12 Reihen unten sitzen, ja, ob ich jeden eine Speisekarte gebe im Restaurant. Oder ob da unten ein Bereich ist, wo einfach eine große Tafel ist, ja, wie im Garagentor oder was auch immer, ja, wo alle Speisen rum sind. Dann hält man das zum Beispiel in Farbe und das in Schwarz-Weiß, dass man halt wirklich eher, vielleicht zu 70% eher das verkauft, weil es einfach schon so gut zusammenpasst. Aber man hat halt dann Optionen. Und man kann die Optionen auch einfach saisonal ändern. Oder das schauen wir, dass zum Beispiel das Signature Meal bleibt und das wird geändert oder so in der Art. Nicht das, was ich meine, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ich meine so ganz eine sehr edle, klare Skizze, ganz edle Skizzen. Wenn man ein Gebäude skizziert, hast du zwei Stifte. Du hast einen dünnen für die Konturen und du hast dann einen dicken Stift zum Ausfüllen. Ja? Ja. Scharf negativ, ja, schwarzes Schild und weiß, eben das Logo drauf, ja, dick geschrieben. Aber es schaut aus, wenn man hinschaut, von Weitem ist es ganz klar, auf ein Nahe ist nicht ein ausgefülltes Weiß, sondern ein händisch schraffiertes Weiß. Was mir gut gefallen wird, ist eben das Negativ, dass die Karte schwarz ist, weil das ist Intelligent Stil und dann in Weiß halt gezeichnet. Glaubst du nicht? Ist ein bisschen gefährlich. Weil auf die Karte auf Weiß ist viel schwieriger, glaube ich. Aber wäre möglich, ja. Martina, schau mal, wenn man das so macht, dass man die Fluchpunkte hat zum Beispiel und auch Fluchpunkte vom Essen hat. Ja. Es muss konstruiert ausschauen. Okay. Wir haben das Essen konstruiert. Wenn wir das anabolen, wenn wir versuchen, zum Beispiel, man gibt an das Chum-Schrift, das Logo, das was auf der Haube steht. Ja, ich habe es eh. Ich kann es leider nicht kopieren. Wurscht, und sagt dem, er soll das Logo eben genau im gleichen Stil grafisch nachkonstruieren. Das heißt, es kann im Logo drinnen sein, so eine Art. Da sieht man, wo er zum Beispiel mit dem Zirkel der Hand den Punkt gemacht hat, also einen Schwung vom D macht. Und der Schwung vom D, das schaut dann zum Beispiel so aus, man hat dann zum Beispiel so einen ganz, ganz leichten einen Punkt, hat dann eben, der zieht dann Radius, der Radius geht da weiter vor, das heißt, er konstruiert das Ganze, dann ist da eben ein Code, den man es abgemessen hat. Und dann ist aber das ausgefüllt, aber man sieht rundum und um. Was passiert ist, genau wie in der Speisekarte. Genau, man sieht rundum und um den Weg zum Gezeichneten. Ja, ich weiß vollkommen, was du meinst. Dann macht es keinen Sinn, dass drei gleiche Türme nebeneinander stehen. Da braucht man nur dann eines. Braucht man nur einen Turm. Noch viel besser. Wenn man so quasi wie Verkehrszeichen, Unter Anführungszeichen. Und das Einzige, was wir ändern, ist die Beschreibung vom Turm. Ja. Weil dann steht halt einmal dort bei dem Plateau. Fleisch steht einmal dort. Fleischbällchen, einmal steht dort Fisch und einmal steht dort Seitan. Genau. Wirklich einfach einmal ein haptisches Modell und das fotografiert man auch und zeichnet man auch. Das ist wirklich der richtige Zugang. Dass man einen Turm bauen mit den außen die Kanten, wie unser Kühlschrank unten. Also, man baut aus irgendeinem Material. Zum Beispiel ein Turm und baut jetzt die Fläche halt eben perspektivisch. Vier Flächen, die wir halt haben. Und dann haben wir den, der ist nur so groß. Holzstecken oder was auch immer, ganz was dünnes halt. Leg die Flächen rein,
da bereitet die Martina eben unterschiedlich, eine Kartoffel wird aufgeworfen und so weiter, die legen wir auf, mhm. wir legen auch Nudeln drüber und wir legen auch Kürbisbohnen, was auch immer, ja, das, oder auch einen Haufen Reis kann man auch hinlegen. Das liegt auf jeder Fläche oben. Ja, vor allem das zum Fotografieren ist eh gescheit, das ist roh. Also braucht man gar nicht zubereiten. Richtig, du kannst, schnell, du kannst die Kanten schneller schneiden. Ja, das schaut viel schöner aus. Reis, und, weil, ja, genau. Das schaut viel schöner aus. Roh ist perfekt. Roh ist viel besser. Also bei Food-Fotografie machst du immer roh, weil. Ein rohes Reiskorn hinlegen. Oder auch wenn es mehrere sind. Ja, ja. Dann legen wir die rohen Produkte da hin. Dann stellen wir unten die Schüssel hin. Schaut viel schöner aus. Nehmen das perspektivisch auf. Du kriegst das Ganze und zeichnest es nach. Frosch, passt. Ich geh jetzt runter. Unser Webshop beinhaltet ja Waren, die verschickt werden müssen, und Digitalwaren. Ja. Leider kann SendCloud nicht unterscheiden zwischen Digitalwaren und echten Waren. Das ist leider das einzige Manko, was dieses System hat. Aber man sieht das direkt. Und zwar hier siehst du es an dem Symbol für Unstamped Letter, ja. Das heißt nicht gestempelter Brief, und an dem Symbol, dass das ist ein digitales Produkt. Das heißt, das musst du nicht ausführen. Bei GLS, da siehst das du, ist das ist zum Ausführen. GLS. Ne? Also GLS ist immer zum Ausführen. Genau. Und dann ist es eigentlich wie in Shopify. Du wählst eine Bestellung aus, die du jetzt verschicken willst. Ja? Nehmen wir den Fall an, du weißt bereits, dass irgendwer eine Adresse falsch eingegeben hat. Zum Beispiel. Ja? Dann kannst du die jeweilige Bestellung natürlich direkt hier über dieses Tool verändern. Das werden wir jetzt gleich machen. Jetzt gehen wir mal vom Idealfall aus, dass der Kunde alles richtig gemacht hat. Na ja, mir ist jetzt eigentlich eh fast, weil ja das alles Pflichtfelder sind. Pflichtfelder sind, nur wenn er falsche Postplätze zum Beispiel hat. Ja, genau. Das ist halt. Nur gut, das weiß ja ich nicht. Richtig. Das ist dann aber auch nicht mehr unsere Verantwortung, sag ich mal. Wir müssen irgendwann mal dem Kunden sagen, hey, du hast das verbockt, wir haben das schon weggeschickt. Ja. Ne? Das heißt, das wird dann storniert. Wird dann entweder storniert von uns oder ja, es kommt das Backel, wenn er wieder zu uns kommt, wird die Bestellung dann storniert. Ja. Also, wir haben dann im Prinzip, wählst du hier dann natürlich wieder alle aus, also entweder alle mit diesem Hackerl oder die Bestellung, die du halt haben willst, wählst du aus und du drückst Label erstellen. Jetzt wählen wir den richtigen Drucker aus und sagen drucken. There you go. Das war's. Das Maximum, was in die Schachtel geht. Ja. Und jetzt ist dann der Karton. Zu klein. Naja, es geht nicht. Ja, logisch, sonst kommt's nicht einer. Ja, da ist sie. Schau richtig. Ja. Okay. Perfekt, das reicht. Also es reicht noch nicht, aber es genügt. Okay. Okay. Das war neig, okay. Wilfinger, Wort zur neuen Küche? Ja, sehr schön. Schaut alles in den Arsch aus. Weißt du drauf? Ja. Okay. Passt.
Wasser holen und zusammen schon. Ja. Der Tampon, also die Periode, Periode ist ein physiologischer Vorgang im Körper der Frau. Bei der Periode ist der Sinn daher, dass die Gebärmutter Schleimhaut, die über den weiblichen Zyklus aufgebaut wird, abgestoßen wird. Und das Ganze resultiert in blutigen, meist blutigen Ausflüssen aus der Vagina. Was jetzt bekannt ist, natürlich, wenn die Periode ausbleibt, hat meist eine Schwangerschaft zur Folge. Das hat den Sinn, dass die gebärmte Schleimhaut nicht abgebaut wird, damit sie die befruchtete Eizelle einnisten kann. Ja. Bis zum nächsten Mal bei Anatomie der Frau mit Jan. Darum, wo wir jetzt mit den Leitungen, also Zuwasser, Abwasser, was machen wir? Wo muss ich bei Wasser runter? Genau. Wo wir da reingehen. Entweder über die Seitenwand, da müssen wir irgendwo rein. Oder von unten. Ja, ja. Dem, was ausschneiden soll. Ja, immer noch, ne? Und immer noch. Was ist da dann? Genau, was ist da? Da kommt. Da war noch nichts, ja, geplant. Und dann auch egal am Herkunft, der Holz. Aber das bauen wir um, das Ganze irgendwie mit um. Okay. Das wäre jetzt so kompakt wie möglich. Aber gemessert im besten Fall wahrscheinlich da unten, da rauf, ne? Seid da in die Zuleitung. Aber bis da rauf. Ja. Kann man das auch machen? Ja, kann man machen. Ja, weil dann komme ich da unten durch. Das geht schon irgendwie. Dann komme ich dann da rauf und da durch. Das kann ich aufmachen. Also, das kann ich aufmachen, das muss man dann halt bearbeiten. Ne? Ja, ja, klar. Und den Ablauf? Den Ablauf kommt da auch durch. Kommst auch durch. Ja. Kannst du noch Gefälle? Kannst du noch Gefälle jetzt haben? Ja, ja, klar, muss man halt nur da schön aufmachen, dann das kann ich dann Raum, ja. Fahren. Okay. Das geht. Ja, das geht schon. So wir das vorher wissen. Ne? Weil da wollen wir dann einmal die Leitung aus einem Punkt geht, ja? Ja. Genau. Ja. Da kommt das Gefälle bis da unten ran. Ja. Und wenn wir da jetzt im Sockel rennen, das heißt, die Leitung geht dann da rein. Oder? Ja. Ist da nicht hinten? Ja, ein Platz frei. Da kann man gerade durchgehen. Dann, ne? So, das ist ja auch schon. Da muss ich auch schon. Da gehst du rein, da gehst du rum. Da kannst du nicht durchgehen. Aber ja? Da müssen wir da mal die Schlitz, da haben wir hinten haben wir die Wand. Gell? Ja, wenn wir drüben die Dusche schon aufgetan haben, ist da Wasser gekommen. Die kann man jetzt nicht auftauen, wenn wir das Wasser auch gerade haben, aber... Können wir das weiter ausfordern, wenn die erste okay. Strom ist da, machen wir. Da rinnt es nicht, ja, da muss ich drüben auftauen, das können wir machen. Da okay. Müssen wir aufpassen, dass es nicht ausgedruckt wird, sonst haben wir wieder okay. Die Scheiße am Rennen. Ich hole mal die Maschine. Soll ich irgendwas auftauen helfen? Hahaha.
So, wir haben hier unsere Lama Zocco Kaffeemaschine. Die wird alle paar Wochen komplett durchgereinigt. Komplett durchgereinigt bedeutet, dass diese Deckplatten runtergenommen werden und dann wird in der Innenraum gereinigt. Ihr könnt euch vorstellen, wie das ausschaut, wenn man das nicht reinigt, dass da alles voller Staub ist und Kaffeezeug oder was auch immer, das heißt, das gehört putzt, damit es nicht komplett versandelt. Wichtiger als das da sind hier vorne die Brühgruppen. Da siehst du es nicht hingeschaut. Wir haben da unten zwei Brühgruppen, also eine zweigruppige Maschine. Und da ist ganz wichtig, dass hier diese Brühgruppen gescheit gereinigt werden. Da gibt es unterschiedliche Werkzeuge. Einmal dieses Teil da, das schaut aus wie ein Siebträger, nur ohne Sieb, sondern mit so einem Schwamm drinnen. Den steckt man rein und dann kann man es ausputzen. Das ist eher so zwischendurch, jeden Tag. Und dann hat man hier diese Bürste mit diesem harten Borst. Ne? Und mit dem kann man wirklich reinfahren und kann das ausreinigen. Manchmal verwende ich das Ganze auch für meine Ohrwascheln. Und da gibt es auch diese Bürste, wo man eher nur den Kaffeestaub wegputzt. Und einen Staubsauger. So, und der Henkel immer nach rechts. So, gell? Ja. Die Frage ist, ob du es nach links machen willst jetzt, weil das Logo drauf ist. Wenn ihr ein Einschulungsvideo macht. Akne. Ah, Akne. Das hier ist unsere neue Küche aus einer Nihoster-Küche von der Firma Lohberger. Also wirklich das Beste vom Besten. Wir haben da unterschiedliche Utensilien. Einerseits ein Dampfgarer, der sehr, sehr wichtig ist, um Speisen zuzubereiten oder zu erwärmen. Da unten haben wir eine Hardcore-Mikrowelle mit, glaube ich, 8000 Watt oder keine Ahnung wie viel. Ich glaube, da kann man noch wärmen in 1 Sekunde oder 2 Sekunden, das reicht. Dann haben wir hier einen Kühlschrank und daneben Kühlfächer. Das ist ein Induktionsherd, wo wir hinten zwei Platten haben und vorne eine Induktionsfläche. Also das ist sehr logisch, das brauchen wir. Wir haben alles gedacht, dass wir hier einen Spritzschutz haben, da hinten auch. Das Ganze wird noch abgedichtet, oben Dunstabzughaube. Dann hier haben wir einen Geschirrspüler, ganz wichtig natürlich, ein Geschirrwaschbecken, ein Händewaschbecken, da oben haben wir Fächer, da unten sind auch Fächer und grundsätzlich wollten wir dieses Loch hier wieder schließen, weil da war vorher eine schwarze Sperrholztafel. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir das Ganze offen lassen, weil das sehr, sehr praktisch ist für To-Go, dass man einfach hier gleich Speisen rausgeben kann oder Getränke rausgeben kann. Also jetzt wird wahrscheinlich hier nur so eine kleine Trese herkommen oder irgendeine Schranke herkommen, damit das offen bleibt. Ist ja geiler zum Arbeiten und man hat einfach direkten Kundenkontakt. So, schauen wir aus. Das war der erste Schritt von der neuen Küche. Wo ist denn passiert? Ja, nein, grundsätzlich. Es ist halt zum Küssen, ist das da meistens angenehmer für die Frau, als wenn direkt ein Mippel rumspielt. Der nimmt nur die vulgärsten Socken aus, der Antwort. Achso, heute Anatomie der Brust. Wie schaut's aus? Wie geht's mit dem Prüfungsfragen? Also im Endeffekt besteht die Brust aus Binde, das ist das Fettgewebe. Der Nippel. Aber das gute Fettgewebe, Jan. Das gute Fettgewebe. Nee, das gute Fettgewebe. Also bitte, liebe Frauen, glaubt's nicht. Wenn ihr die Brust habt, das Blas hat's. wenn die Frau schwanger wird, beziehungsweise ein Kind gebärt, sorgt das Hormon Prolaktin dafür, dass vermehrt Milch produziert wird. Und sie kriegt größere Titten. Und wenn schwanger ist, kriegt sie größere Titten. Das passiert auch durch das Hormon Östrogen bei Einnahme der Pille. Weil ja, die Brust ein sekundärer Geschlechtsmerkmal der Frau ist. Man muss ja wissen, wenn die Frau jetzt ein Kind hat und das Kind kitzelt mit seinem Mund an der Brustwarze. Es bleibt so. werden da noch die Milchdrüsen der weiblichen Brust stimuliert. Wie vorher erwähnt, sorgt dafür das Hormon Prolaktin. Gut, das war's wieder mit Anatomie für Anatomie mit Jan für heute. Schaut's nächstes Mal wieder ein. Nächstes Mal reden wir über die Eier.
Jan für heute, Alter. Jan für heute. Wenn wir da eine Kolumne machen. Ja. Jan für heute. Ist das ein Leiber? Wo sind die neuen Leiber? Wir brauchen die Seiten so am Beil laufen. Ja, auf jetzt, Jan. Ich kann ein bisschen zurechtweisen, Alter. Ich? Doch, geht's auch mal. Der Prolog ist ja vor Ola und ich habe jetzt. Ich weiß ja niemand nicht zurecht. Wir machen das alle gut. Das Wichtigste sind die Konturen am Anfang. Ja, das stimmt. Das war schon mal ein schlechter Start, Kelle. Brauchen wir das noch offen vor? Nein, eigentlich nicht. Aber das ist ein Model. Ja? Super. Ist okay. Jetzt könnt ihr die Augen natürlich auch noch machen. Weiß, blau, haben wir einen blauen. Ja, aber. Aber? Die Augen will, was heißt, nicht so blau anfangen kann. Nein, nicht blau, mal einen Pupillen eine machen. Ja, warte, ich schau mal einen blauen. Wir haben nur grünen. Das volle Programm. Augenbrauen, Wimpern. Das volle Programm? Ja. So richtig aufgeschminkt, ja. So ja. Aufgeschminkte Tante. Hurig. Hurig? Ja. Achso, stimmt, weil wenn du Lippen und Augen schminkst, dann ist er Hure, ne? Du kannst immer nur eins oder das andere, das lernt man in der Schminkschule. Jetzt bin ich mal zwicken. Wir brauchen nur einen erotischen Blick, das ist nämlich das Schwierige. Mit Feeling. Ja, mit Feeling. And now, Mr. Focus, you can kiss the girl. Ja, sagt sie ja nichts, dass es zu weit unten ist. Also, man redet den Künstler nie ins Werk ein. Ja, finde ich, find so auch, ja. Willst du mit dir schmusen, Andi? Ja. Schaut aus wie ein Geistesgestörter. Ich bohre jetzt ein Loch in die Bücher rein, weil diese Bücher hier in diese Vitrine reingestellt werden. Also eben nicht reingestellt werden, sondern eben aufgehangen werden. Das heißt, die Bücher hängen da auf. Das war, kann man eh herzagen, weil früher sind auch die alten Bücher hier gehangen. Und das schaut einfach viel geiler aus, als wenn sie nur irgendwie hinten aufgeklebt werden. Ne? Und ja, weil wir jetzt ein neues Buch haben, wird das neue Buch dementsprechend präpariert und reingehangen. Ein kleines Gym Secrets in dem Zusammenhang. Der Markus hat vor 3 Jahren hier geschweißt und hat leider seine Schweißfunken an die Scheibe, wie sagt man, gesprüht. Und deswegen sind hier lauter kleine schwarze Einbrennflecken, die wir schon seit Ewigkeiten am Arsch gängen. Das heißt, irgendwann müssen wir die Scheibe austauschen, weil das einfach geschissen ausschaut. Aber derweil Scheibe mit Geschichte. Marcel, noch eine kurze Autogabe, gell? Guten Morgen! Fuck you, Mr. Focus! Entschuldigung, ich verstehe kein Wort. Weil da hinten, habe ich genau das gleiche wie vorne, oder? Da, bei dem nein. Da. Nein, ich kann da fahren, ja schön da mitten. Nein, das geht doch nicht. Und was kann ich vorne machen, was ich hinten mache? Da, wo die zwei Topfanteilungen da zum Beispiel, ja? Ja. Da kann ich da eine Sortesse hinstellen und da eine Sortesse. Da haben wir eine Flächenspur. Eine was kann ich da hinstellen? Eine Sortesse. Sortesse ist das da. Eine Fahne. Genau. Ja, genau. Willkommen im Affenzirkus, das Gym. Wir präsentieren heute unsere Metallregale, Vollmetall, aus HSS, Hyperspace Steel, produziert in Nicaragua, abgebaut von kleinen Kindern in Minen.
Aus diesem Material wird auch das Schild von Avengers Superstar Captain America gefertigt. Ich glaube, es ist eine Form von Unobtanium. Unzerstörbar, Nuklearanschläge können das Ding nicht einreißen. No-Bullshit-Maschinen sind aus dem gleichen Material nämlich auch gefertigt. Und wie der Name schon sagt, Unobtanium, es kann einfach nicht unobtanen, was das auch immer bedeutet. Im Fachjargon, alle metallurgischen HTLer werden genau wissen, was ich meine. Wie wir noch weiter sehen, haben wir hier unsere Bilder aufgehängt. Das sind jetzt Paperlet, nennt sich das, ist eine Papierform aus Zellulosefaser, welche nach Applizierung von thermischen Eigenschaften sowie unterschiedlichen gefärbten Flüssigkeiten seine Form verändern kann. Ist nur einmal zur Verwendung, wird hinter einer Glasoberfläche montiert und kann eigentlich vielseitig auch eingesetzt werden. Viele von euch kennen das noch aus der Schulzeit, wo viele dieser Zellulosefasern hintereinander gelegt worden sind als Bücher. Für Filtertipps zum Joint bauen empfehle ich da das Bibelpapier, aber nur die erste und letzte Seite, denn die sind nicht bedruckt. Alle anderen beinhalten nämlich diese gefärbte Flüssigkeit, die das Zellulosefaser bzw. die Zellulosefaser einem Bild schenkt. Danke. Ich habe noch Sound gehört, Mann. Man war schon voll Feuer und Flamme wieder. Getroffen von Hagel. Arbeit. Angeschnitten, Verletzung, bitte Krankenstand, 3 Wochen. Okay, Handgelenk. 1, 2, 3. Jetzt gerade da beim Bau des Regals vor der Küche, um dem Ganzen eine gewisse leibende Optik zu geben und auch Stauraum zu bilden für diese Kisten, wo unsere ganzen Produkte reinkommen, wie Shirts, Widerstandsbänder, Bücher und so weiter. Wir zeichnen am Boden mit Flacheisen den Grundriss an. Diese Flacheisen werden dann mit Schlaganker montiert und darauf werden die Rahmen draufgeschweißt. Also wir bauen das Regal von unten nach oben auf, dass es genau in der Flucht von der Küche ist. Ich melde mich an dieser Stelle aus der Badewanne mit dem Endcheck von dem Video, das ihr gerade seht. Hier ist es. Und zwar an der Stelle, weil die Hanteln von Watson eine klare Kaufempfehlung verdienen. Ich war zwar am Anfang, wo wir die Hanteln gekauft haben, sehr skeptisch, aber jetzt nach 4 Jahren, wo die Hanteln wirklich jeden Tag von unseren Monstern im Gym gefickt werden, halten die doch sehr, sehr gut. Wir müssen ca. 5 Hanteln pro Jahr einschicken, weil die Schweißnaht bricht. Allerdings, und das ist das Geile von Watson, man hat eine lebenslange Garantie drauf. Das heißt, man schickt die Hanteln ein und im besten Fall nach 3 bis 4 Wochen kommen die reparierten Hanteln zurück. Und das ist schon sehr leiwand. Und wenn wir uns ehrlich sagen, 5 Hanteln pro Jahr bei, keine Ahnung, 40, 50 Hanteln im Studio ist nicht viel. Die Hanteln kosten circa von einem Set 4 Kilo bis 60 Kilo in 2,5 Kilo Schritte. Es gibt aber auch 1 Kilo Schritte. 19.000 Euro, wir haben 2 Sets bei uns im Gym, aber das könnt ihr alles nachlesen auf der Seite watson.uk. Jetzt, bevor es weitergeht mit dem Video, bitte unseren Channel abonnieren, den Like-Knopf drücken fürs Video, wenn es geil war, und den Benachrichtigungsknopf, das wäre sehr leiwand. Viel Spaß damit, jetzt weiterschauen, geht's trainieren. Die hängen den Kombidämpfer höher, damit unsere noch bessere Erwärmungsmaschine, die riesig ist, drunter passt. Also wir haben vorher eine, nennen wir es schön, Erwärmungsmaschine gehabt. Die war ungefähr ein Viertel so groß und da sind wir drauf gekommen, dass die Schüsseln nicht reinpassen. Also nur eine. Und jetzt haben wir so ein fettes Teil gecheckt und das muss jetzt unter den Kombidämpfer reinkommen. Und das wird jetzt gemacht.
war jetzt einen kleinen Stau, weil da vorne sind die zwei Autos von Loberger, die eben gerade den Dampfgarer neu versetzen. Hallo. Servus. Hey. Da hinten wird unser Ring geliefert, ja, unser Wrestling-Ring, und auch Kambako ist da, die uns die Trays für Fasching bringen, richtig? Ja, das stimmt. Und unsere dezente Flasche da. Und die Flasche, kurz mal für Platz haben. Und das ist eine private Angelegenheit, aber... Aber das ist das Wichtigste. Vor allem die Rückseite, man beachte. Weiter. Also ich wollte es immer los, oder? Alex, was kriegen wir da? Jetzt kommt, wie man die Autoaufschrift erkennen kann, We Love Wrestling. Ja, was kommt denn da jetzt? Das kannst du schon sagen. WXW Official Wrestling Ring, geliefert von Avalanche. Die Versprechen werden wahr, die wir vor einem Jahr geliefert haben. Wir haben gesagt, wir kriegen einen Wrestling Ring. Im Mai 2019. Jetzt kriegen wir einen Wrestling Ring. Für alle, die fragen, wo der hinkommt, der kommt dort hin, wo die blaue Matten gelegen ist. Wenn jetzt alle sagen, ja, jetzt kann man wieder nicht zurückklettern. Ihr kennt zurückklettern, wenn es unbedingt wollt, auf dem Wrestling Ring, während die anderen die Goschen einhauen. Mit einem Sessel. Ja. Wie Weihnachten, gell? Ja. Der Santa Claus ist da. Aber hier haben wir die Feder vom Ring, damit das Ganze nicht weh tut. Das geht auseinander. Also, das kannst du aufnehmen. Ja. Alex, wie ist die Stimmung? Positiv, freudig und erwartend, würde ich mal sagen. Ja. Wir suchen das Zentrum. Dieser Ring hat 5x5 Meter und man sieht, im Zentrum vom Ring haben wir eine sehr, sehr fette Feder drinnen, damit nichts passieren kann, weil der Plan ist, deswegen wird der Ring auch hier stehen, der Plan ist, dass durch die geschlossene Dachluke eine Batista-Bomb durchgemacht wird und man hier in der Mitte vom Ring landet. Das ist die... Dann haben wir das Meisterwerk vollendet. Eigentlich war es von Anfang an klar irgendwie, dass das passieren wird. Andi, ich weiß nicht ganz genau, wann die konkrete Entscheidung gefallen ist, aber ich glaube, dass der Robert, der Herr, der jetzt aus Evalon Schwestern Profi geworden ist, und der Vater ist, dass es einen Ring gibt in Deutschland, den wir eventuell erwerben könnten. Und da es mit der Galerie jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat und den Ring haben wir vorher nicht aufstellen können, kommen wir erst jetzt, obwohl wir schon, glaube ich, vor einem halben Jahr gezahlt haben. Aber jetzt ist es endlich soweit. Genau.